And I heard that sound when the walls came down. I was thinking about you, about you. Seconds from my heart, a bullet from the dark. Helpless, I surrender, shackled by your love. Holding me like this, with poison on your lips. Only when it's over, the silence is so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the words came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old, when my breath runs cold, I'll be thinking about you, about you. It was almost love, it was almost love. Carrying the load, wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell, so far now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, it was almost love, it was almost love. Giulio, die Leiter steht, wir brauchen dich. Schön vorsichtig rückwärts ausparken, das machst du gut. Wow. Hast du dein Mikro sogar mitgenommen? Ja, sogar mitgenommen. Sehr gut, das ist ein Luxus für mich. Dein Applaus. Danke. Dankeschön. Okay, Giulio, hier ist dein Juryurteil. Was sagst du, Mus? Wie fandest du das? Ich würde ganz kurz vorher ein Kompliment loswerden wollen an das Bühnenbild. Das ist Weltklasse. Das ist so gut. Wahnsinn. Also, wirklich Hollywood. Radi, du geile Sau. Wirklich gut. Giulio, schön. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass du den Chorus richtig gut gesungen hast. Ja, bei What is Love, richtig stark raus. Das ist dein Ding. Was aber im Gegenzug bedeutet, dass du die leisen Töne im Prinzip so ein bisschen dahin schlawinerst. Und das war heute auch leider so. Ja, das ist, du bist ein guter Sänger, du hast meine Meinung, müsst ihr mitleben. Klar. Ich mag Giulio gerne, aber ich muss auch natürlich das jetzt bewerten und bin aber gleichzeitig froh, weil ich dich einfach gerne mag, dass die Entscheidung nicht bei mir liegt. Das ist nur meine Two Cents hier, die ich gerade von mir gebe. Trotzdem well done. Trotzdem danke. Danke. Caro, letzte Woche nicht so hundertprozentig überzeugt, hast gesagt, er hätte vielleicht ein bisschen mehr Kraft nicht nur in das Tanzen, sondern auch in Singen stecken sollen. War es dann heute ein bisschen besser? Ja, also ich muss dann auch noch mal auf letzte Woche verweisen. Du hast, als du getanzt hast, hattest du so eine unglaubliche Leidenschaft. Da warst du dann im Song drin und man hat dir das richtig angesehen, dass du dich fallen lassen kannst. Und bei dir hatte ich heute auch wieder ein bisschen das Gefühl, dass du mehr loslassen kannst, dass du den Moment mehr genießen kannst und einfach noch mehr im Song sein könntest. Rag & Bowman ist natürlich auch, da braucht man echt eine Wahnsinnsstimme. Und du hast eine sehr, sehr kräftige Stimme. Es saßen nicht alle Töne, aber von dir hatte ich mir grundsätzlich einfach gewünscht, dass es so ein bisschen dieses Fallen lassen und Spaß haben und den Song auch fühlen gewesen wäre. Aber sonst war es eine sehr gute Performance. Dankeschön.
Fallen lassen ist bei der Bühne natürlich leichter gesagt als getan. Ja, stimmt eigentlich, ne? Ist eigentlich sehr gefährlich gewesen. Ja. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ja, reines Wortspiel. Ella, was sagst du? Wie hat es dir gefallen? Also, ich muss sagen, das letzte Mal hast du getanzt und du hast eine Facette gezeigt, die ich irgendwie so nicht erwartet hatte. Ich bewundere dich für deine Geschichte, für deine Entwicklung vom wirklichen, vom Schwergewicht zum Disco-Fox-Meister. Das ist einfach schon eine Entwicklung, wo man dich als Gewinner schon rauskühren kann. Dankeschön. Und wir sitzen ja hier, weil wir so ein paar Ohren haben, die Dinge hören. Und da, also wirklich war wirklich so, dass die Mittellagen nicht ganz auf dem Punkt waren. Und vielleicht hilft dir das sogar, wieder ein bisschen mehr Tanz einzubauen beim nächsten Mal. Also ich hoffe sehr, dass Deutschland dich noch ein bisschen durchlässt. Und dann geht es wieder mit mehr Energie weiter. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, danke. Also, die drei haben so ein bisschen was zu nörgeln gehabt. Wir gucken mal, was der Chef sagt. Letztes Mal hast du gelobt, dass er mit sehr viel Druck gesungen hat. War heute genug Druck da? Oder eher ein bisschen? Er hat ja so eine druckvolle Stimme. Bei der Nummer bin ich aber ehrlich, also du hast ja so ein bisschen den Seewolf in dir. Ja, diesen ja. Aber ich hatte mir das irgendwie in meinem Kopf besser vorgestellt. Ja? Weil du singst das dann einfach so ein bisschen zu harmlos. Also ich wollte den Seewolf, und was habe ich gekriegt? Irgendwie Balu den Bär so ein bisschen, ja. Du musst da dieses Tier, weißt du, dieses den Mensch, den Rocker, der mit dem Refrain musst du da sterben, ja. Und du, da denke ich immer noch, war der vielleicht doch noch beim Disco? Können wir ja? Noch einmal den Seewolf sehen eben? Das war so einzigartig, was du da gemacht hast. Nee, den mache ich noch einmal den Seewolf, ja. Aber ich glaube... Du, Mensch, das, mit deiner Stimme, du hast so ein Volumen, ja? Warum machst du denn nicht? Warum machst du den nicht? Das ist bei Modern Talking hättest du damit singen können. Ja, aber das wollen wir nicht. Wir haben Power hier. Bei TV Now findest du alle Folgen auf Abruf und in voller Länge. Alles rund um die Sendung gibt's bei rtl.de.